Nummer 1, Billy Butcher aus The Boys. Keine Sorge, ich versuche Spoiler zu vermeiden, falls du The Boys noch nicht geschaut hast. Billy Butcher ist einer der Protagonisten der Amazon Prime-Serie und ihn als introvertiert zu bezeichnen, ist ziemlich leicht. Denn er ist abweisend, arrogant und will Dinge unbedingt auf seine Art machen. Typisch introvertiert, nicht wahr? Naja, in einem Flashback sehen wir, dass Billy tatsächlich schon immer etwas ruhiger war und sich auf sozialen Events nicht super wohl gefühlt hat, aber freundlich und glücklich war. Seine weniger schönen Eigenschaften, die ich mal nicht zu genau beschreibe, damit YouTube nicht böse wird, kamen erst später dazu. Butcher ist ein Planer. Er hat Ziele und geht auch über Leichen, um sie zu erreichen. Damit würde ich einfach mal behaupten, ist er nicht unbedingt ein Vorbild für Introvertierte. Aber dieses Video heißt ja auch nicht introvertierte Vorbilder. Und extrem zynische Introvertierte gibt es nun mal auch im echten Leben. Billy Butcher bietet sich nicht an, er will keinen Ruhm und er macht sich nichts daraus, was andere von ihm denken. Mit Ausnahme seiner engsten Freunde und seiner Familie. Damit ist er ein gutes Beispiel für introvertierte Charaktere, die keine perfekten kleinen Helden oder Mauerblümchen sind. Und er ist eben ein guter Beweis dafür, dass wir Introvertierten bereits auf alle erdenklichen Arten in den Medien repräsentiert werden. Nummer 2, Harry Potter aus Harry Potter. Die Mehrheit der Harry Potter Fans scheint sich einig zu sein, dass Harry introvertiert ist. Manchmal grätscht jemand dazwischen, aber er hat doch Freunde und er ist doch nicht super schüchtern. Richtig, denn Introvertierte können Freunde haben und müssen nicht schüchtern sein. Introvertierte brauchen Zeit für sich und bevorzugen einen kleinen Personenkreis, dem sie sich nahe fühlen. Alles andere erschöpft sie. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch mal die Führung übernehmen würden oder Einsiedler wären. Und wichtig ist auch, niemand ist zu 100% introvertiert oder extrovertiert. Wenn Harry Quidditch spielt oder darüber spricht, kommt er komplett aus sich raus. So wie viele Introvertierte, die eine Leidenschaft haben. Aber speziell in den Büchern und auch leicht in den Filmen wird gezeigt, dass Harry sich auch immer wieder zurückzieht, um nachzudenken, um den Mittelpunkt zu meiden, um sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Wenn er bei den Weasleys zu Besuch ist, fällt ihm immer auf, wie laut und chaotisch alles ist, aber er mag das, solange er nicht permanent mitmachen muss. Er beobachtet halt gerne. Er ist gerne Teil des Trubels, er muss aber nicht direkt mitmachen. So geht es unglaublich vielen Introvertierten, die sehr gerne Zeit mit ihren Lieblingsmenschen verbringen, aber eben nicht die ganze Zeit mitreden oder mitfeiern müssen. Natürlich ist nicht einwandfrei zu sagen, ob fiktionale Charaktere introvertiert oder extrovertiert sind. Wir können ja nicht selber fragen und der Begriff introvertiert wird halt so gut wie nie erwähnt. Stattdessen sind manche Charaktere ruhig, Einzelgänger oder unnahbar. Aber wir können eben typisch introvertierte Merkmale beobachten. Und was anderes mache ich hier auch gar nicht. Und immer dran denken, wir sprechen ohnehin von einem Spektrum und jeder Mensch ist mehr als nur introvertiert oder extrovertiert. Alles klar, Kinder! Aye, aye, Captain! Nummer 3, Thaddäus Tentakel aus SpongeBob. Wir gehen im Normalfall davon aus, dass die Hauptfigur einer Serie oder eines Films die ist, mit der wir mitfiebern sollen. Der fröhliche, aufgeweckte SpongeBob ist also der, der bekommen soll, was er will. Aber um Himmels Willen, SpongeBob ist der Prototyp eines grenzüberschreitenden, lauten und respektlosen Nachbarn und Kollegen, der jeden Introvertierten in den Wahnsinn treiben würde. Und dieser Introvertierte, der langsam seine mentale Stabilität verliert, ist Thaddäus. Ein sensibler, kreativer Typ, der ausgerechnet in der Gastronomie arbeitet. Thaddäus ist aus vielen Gründen unzufrieden mit seinem Leben. Aber er wirkt schon wie jemand, der viel Ruhe braucht, um überhaupt mit seinem Leben klarzukommen. Kann ich persönlich nachvollziehen. Viele Introvertierte, die in einem Beruf mit extrem vielen Sozialkontakten arbeiten, brauchen nach Feierabend dringend Ruhe. Wenn diese ausbleibt, werden sie immer unzufriedener. Sie können ihren Hobbys nicht nachgehen, ihre Gedanken nicht ordnen, das Leben nicht richtig genießen. Deshalb zu einem hoffnungslosen Zyniker wie Thaddäus zu werden, ist zwar nicht unumgänglich, aber es passiert auch außerhalb von Cartoons immer wieder. Märchen schreibt die Zeit. Nummer 4, Belle aus Die Schöne und das Biest. Das ist jetzt etwas leichter. Bücherwürmer werden von den meisten Menschen erst einmal als introvertiert gesehen. Wie sonst kann man stundenlang allein sein und sich in eine Geschichte vertiefen? Naja, ich werde bestimmt nicht in die Falle tappen und Extrovertierten absprechen, dass sie Bücher lieben können. Belle aus Die Schöne und das Biest ist freundlich, beobachtet gerne und fällt ein bisschen aus der Reihe.
Anders als so manch Introvertierte lässt sie sich davon aber nicht abhalten. Sie ist gerne so, wie sie ist, und die komischen Blicke ihrer Mitmenschen scheinen nicht so wirklich eine Belastung zu sein. Oft sehen sich Introvertierte wie Belle selbst nicht als introvertiert, da sie jederzeit bereit sind, Menschen zu helfen und auch viel über ihre Mitmenschen erfahren wollen. Aber wenn sie gleichzeitig viel Zeit für sich brauchen und lieber tiefergehende Gespräche und Kontakte bevorzugen, lehnen sie ja doch wieder auf die introvertierte Seite des Spektrums. Was wohl der eine oder andere an Belle sehr vertraut findet, ist das Gefühl, nicht ganz dazuzugehören. Als würden alle anderen auf einer gemeinsamen Frequenz laufen, nur man selbst auf einer anderen. Nummer 5. Spencer Reed aus Criminal Minds. Ich wollte mindestens eine Person aus der Kategorie brillante Eigenbrötler auf der Liste haben. Bei Außenseiterrollen in Filmen und Serien gibt es oft typisch introvertierte Eigenschaften zu beobachten. Und sofort kommt dann das Gegenargument in diesem Fall. Aber Reed arbeitet doch in einem Team. Immer dran denken, introvertiert zu sein heißt nicht, dass man nicht in Gruppen arbeiten kann. Im Gegenteil, häufig nehmen Introvertierte in einem Team eine wichtige Rolle ein. Reed ist hochbegabt. Zu Beginn der Serie ist er eher schüchtern. Ähnlich wie Belle fällt er oftmals aus der Reihe und wirkt auf andere komisch oder nicht normal. Jeder im BAU-Team braucht eine gute Beobachtungsgabe, aber wenn es darum geht, sich in ein Problem einzuarbeiten, fällt diese Aufgabe fast immer auf Reed. Seine Kollegen bzw. Freunde versuchen ihn immer mal aus der Reserve zu locken. Manchmal gelingt es, manchmal eher nicht. Konstant ist, dass er nie wirkt, als würde er dringend unter Menschen sein wollen oder ohne soziale Stimulation nicht klarkommen. Um seine Andersartigkeit bewältigen zu können, braucht er eher noch Zeit für sich. Nummer 6. Bella Swan aus Twilight. Sag, was du willst über Twilight. Aber ein Teil des Charms kam daher, dass sich schüchterne, hormongeplagte Teenager, die mit Aufmerksamkeit nicht gut umgehen können, mit Bella identifizieren konnten. Okay, nicht nur Teenager. Bella denkt ständig darüber nach, wie sie sich verhält, beobachtet andere lieber aus der Ferne und kann mit oberflächlichen Menschen und Dingen nicht viel anfangen. Sie wird von anderen sofort als schüchtern wahrgenommen, verhält sich aber im Kreise ihrer Liebsten etwas offener und selbstbewusster. Protagonisten haben oft das Gefühl, nichts Besonderes zu sein. Doch dann kommt der Ruf eines Abenteuers und plötzlich ist alles anders. Sie stürzen sich kopfüber in den Kampf und alles verändert sich. Oft werden sie super beliebt und wirken plötzlich extrovertiert. Bella kämpft vielleicht für ihre Freunde und Familie, aber sie bleibt eigentlich weitestgehend durchschnittlich und unscheinbar. Nicht jede Frau in Büchern, Filmen und Serien muss früher oder später zu Buffy 2.0 werden. Nicht jedes Mauerblümchen muss extrovertiert werden, um einen Wert zu haben. Gerade Menschen, die mit Schüchternheit zu kämpfen haben, haben genau die Fantasie, die Bella ausleben darf. Eines Tages kommt jemand daher, der sieht, wie besonders man ist, und dann wird endlich alles gut. Das ist nicht unbedingt eine gesunde Sicht auf die Welt, Beziehungen oder das eigene Leben, aber diese Einstellung haben viele Menschen. Übrigens nicht nur Frauen, weshalb ich mir durchaus vorstellen kann, dass sich viele Introvertierte mit Bella identifizieren können. Willkommen, willkommen, willkommen! Fröhliche Hungerspiele! Und vor allem möge das Glück stets mit euch sein! Nummer 7. Katniss Everdeen aus Die Tribute von Panem. Ich wollte gerne noch ein Beispiel für Charaktere haben, die eine Reise durchleben, ohne ihre Introvertiertheit zu verlieren. Katniss ist nicht nur eine Einzelgängerin, die sich hauptsächlich auf sich und ihre Familie konzentriert. Sie ist auch massiv misstrauisch gegenüber Fremden und sehr schlecht darin, ihre wahre Persönlichkeit zu verstecken. Alles, was ihr auferlegt wird, das öffentliche Spektakel, die PR-Beziehung mit Peter, die Rolle als Vorzeigefigur der Revolution, macht sie mit, weil es unumgänglich scheint. Nicht, weil sie irgendwas davon genießen würde. Eigentlich will sie in Ruhe gelassen werden und einfach ihr Leben mit den wenigen Menschen leben, die ihr etwas bedeuten. Wenn das mal nichts ist, was etliche Introvertierte nachvollziehen können. Suzanne Collins, die Autorin der Tribute von Panem-Bücher, sagt selbst, dass sie Bücher nur schreibt, wenn sie etwas Wichtiges zu sagen hat. Wahrscheinlich würde ich die Buchreihe daher jedem empfehlen. Wir reden hier auf dem Kanal ja öfter mal über Dinge wie Selbstdarstellung und Oberflächlichkeit. Und in dieser Buchreihe ist gute Selbstdarstellung wortwörtlich eine Notwendigkeit, um zu überleben. Teils noch wichtiger als technische oder körperliche Fähigkeiten. Ich weiß, ich rufe ja eigentlich sowieso immer dazu auf, dass ihr eure Gedanken ergänzt, aber ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass mir das manchmal sogar den Tag rettet. Ob man nun will oder nicht, wenn ein Video nicht viel Reichweite bekommt, ärgert man sich erstmal und fragt sich, ob man vielleicht was falsch gemacht hat.
Aber wenn dann eben trotzdem überdurchschnittlich viele Kommentare auftauchen, ist es auch schwer, sich über sowas wie Reichweite den Kopf zu zerbrechen. Und wenn du noch nie über introvertierte Charaktere nachgedacht hast, kannst du auch einfach deine Lieblingsfilme oder Serien nennen. Ich habe schon mit einigen von euch Tipps ausgetauscht und naja, nicht nur ich lese, was ihr hier schreibt, sondern auch fremde Menschen, die vielleicht ein paar gute Tipps brauchen.